einen stehen unser jährliches Sommerkonzert an, das machen wir in jedem Jahr. Und das sind immer zwei Abende, wo wir dann die Beiträge aus dem ganzen Jahr hier musikalisch auf die Bühne bringen mit ganz vielen Jahrgangsstufen. Und zum anderen sind wir in diesem Jahr ja 30 Jahre alt oder werden 30 Jahre alt. Und anlässlich dieses Schuljubiläums haben wir natürlich auch ein paar Songbeiträge, die aus dem Gründungsjahr 1989 da in den Charts waren, mit ins Programm. She's got the look, she's got the look, she's got the look. Früher immer schon Weihnachtskonzerte, seit ich denken kann, hier an dieser Schule. Die Sommerkonzerte haben wir deshalb dazu genommen, weil wir gerne mal was anderes singen wollten mit den Kindern als Weihnachtslieder. Und, ne, damit wir auch so ein bisschen Schwung haben können und auch das singen können, was die Kinder gerne möchten. Wir bereiten also dieses Konzert ja ein halbes Jahr jetzt etwa vor, schätze ich mal. Es sind in den Gruppen ein bisschen unterschiedlich. Würfeln auch verschiedene Gruppen zusammen inzwischen, was ich auch ganz schön finde. Also ein Band kooperiert mit dem Orchester oder die Band mit dem Chor zusammen. Es gibt jetzt inzwischen viele Mischungen. Schüler sind beteiligt. Was machen die? Also die singen, die spielen Instrumente, teilweise mit Vorerfahrung, weil sie Unterricht haben oder auch teilweise einfach nur das aus dem Unterricht mitbringen und wirklich konzertreif auf die Bühne bringen. Da sind Schüler dabei mit unterschiedlichsten Voraussetzungen. Das ist eben auch das Spannende. Und wir gucken einfach, wie es läuft. Aber wir sind guter Dinge, weil die Generalprobe war schon toll und ich denke, das wird dann bei den Konzerten genauso sein. Musikalischer Blumenstrauß, wo wirklich was aus dem Jazzbereich dabei ist, natürlich aus dem Popbereich, was also eben auch die Kids schwerpunktmäßig mögen. Und und das haben wir als bunten Blumenstrauß zusammengefasst und wir hoffen auch, dass der Funke auf das Publikum überspringt, dass die mitmachen, weil die Songs sind alle fetzig und laden zum Mitmachen ein und ich denke, das wird richtig eine schöne Sache werden. If I get drunk.